Ja, liebe Brüder und Schwestern, ihr werdet wahrscheinlich schon diesen Haufen da vom Altar gesehen haben und gedacht, wir hatten das jetzt wieder hergetan. Die Roswitha hat so schön geputzt alles und da legt jetzt einer das ganze Zeug hin. Das war ich. Weil ich war diese Woche beschäftigt mit dem Rebschnitt und bin die ganze Woche so bei meinen Reben mit diesem Evangelium von heute unterwegs gewesen und da ist mir wieder ganz stark aufgefallen, wie viel man eigentlich so von der Arbeit im Weinberg auch vom Evangelium verstehen kann, gewisse Parallelen zieht, Vergleiche. Und ist mal gekommen, ja, heute möchte ich einfach über das Fasten, über die Fastenzeit sprechen im Vergleich zum Rebschnitt. Beim Rebschnitt ist das Ziel, dass der Rebstock eine bessere Fruchtbarkeit hat, dass die Trauben süß und schön werden und gesund, dass der Rebstock auch länger am Leben bleibt, also dass er sich nicht verausgabt. Vor allem wenn er älter ist, muss man schauen, und wenn er jünger ist, soll er auch nicht holadrio dahin wachsen. Also, und man muss eigentlich, bin ich drauf gekommen, sehr viel wegschneiden. Habe das letzte Jahr lernen dürfen. Ich war total erstaunt, wie viel man wegschneidet und dann doch so wunderbar gedeiht, so ein Rebstock. Und dieses Abschneiden, habe ich gedacht, das passt auch eben für die Fastenzeit. Das Ziel der Fastenzeit, also für was die da ist, also dass wir uns auf Ostern vorbereiten, in was sollen wir uns vorbereiten? In der Beziehung zu Gott, dass wir uns die wieder bewusster anschauen. Und dass man da reifen vor allem auch wachsen. Also beim Rebstock ist es auch nicht so, du schneidest alles weg, sondern du musst das einjährige Holz lassen, das wissen die meisten. Also ein kleines Stück muss mindestens immer bleiben, damit die Frucht bringt. Also es ist ein ständiges Wachstum. Du kannst einen Rebstock nicht komplett zusammenschneiden, dann ist er eigentlich auch dahin. Also wir sollen beständig wachsen, also wir sollen nicht im Status quo stehen bleiben. Und die Fastenzeit ist eben diese Zeit, denke ich, wo man wieder bewusst ein Wachstum im Glauben, ein Wachstum in der Beziehung zu Gott haben dürfen und sollen. Und diese drei Versuchungen Jesu haben doch, das sind drei Triebe der Sünde, die wir an uns selber beschneiden sollten, beschneiden lassen sollten von Gott, uns da Gott hinhalten. Er ist ja der wahre Winzer, der Herr des Weingartens. Und diese drei Triebe sind eben diese drei Versuchungen, diese drei Sünden. Das erste ist, Steine zu Brot werden lassen. Und da schreiben die Kirchenväter, das ist eben diese Gier, diese Begierde, die der Mensch hat, noch mehr alles in seinem Leben bekommen zu müssen. Aber noch keine ist von Steinen satt geworden. Also es ist eine Nahrung, die uns nicht sättigen kann im Endeffekt. Auch Brot kann uns nicht im Endeffekt sättigen. Das zweite ist die Herrschaft über die ganze Welt, über die Reiche, die Herrlichkeit verspricht da der Teufel für das, wenn man ihn anbetet. Und jeder Mensch ist, glaube ich, gefährdet, Macht und Kontrolle haben zu wollen, über mein Leben, über andere zu herrschen, diese Sicherheit zu haben, ich habe Macht, ich habe Kontrolle. Ich drücke das aus mit Statussymbolen, dass ich mächtig bin, ich habe das stärkere Auto, also wenn ich gegen ein kleines Auto fahre, mir passiert nichts und der ist komplett kaputt zum Beispiel, also diese Statussymbole, und die werden dann zum Götzen, und das ist dann wirklich diese Anbetung des Teufels, was er dafür verlangt. Also diese übertriebene Kontrolle und Machtbedürfnis des Menschen nutzt der Teufel wirklich aus, um das zum Götzen für uns zu machen. Und das dritte ist, dieses stürz dich da hinab vom Tempel, da vom Tempelturm. Das ist die Versuchung, Gott einmal vorzuschreiben, was er zu tun hat.
und eben unbekümmert zu sein, unbekümmert mich in Gefahren zu begeben für meine Seele, unbekümmert eine Sünde an der nächste zu reihen, weil der liebe Gott vergibt ja sowieso alles. Also diese drei Triebe der Sünde sollten wir, sind wir eingeladen, in der Fastenzeit zu beschneiden. Und wie machen wir das? Und am besten schauen wir dem auch auf Jesus. Wie schneidet er sozusagen diese Sünde ab, diesen Trieb der Sünde mit dem Wort der Schrift, was er heißt, es ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert, es ist schärfer wie jede Rebschere, können wir heute sagen. Und Jesus sagt ganz klar, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, wie diese Versuchung da ist. Er lenkt mit dem Wort der Schrift auf das Wesentliche hin, auf das Innerste des Menschen, was nicht satt wird mit Brot oder mit irgendetwas, was wir da in dieser Welt in uns reinnehmen können, uns aneignen können. Der Mensch lebt eben nicht nur vom Brot allein. Dass wir dem ganz bewusst auch in der Fastenzeit wieder überlegen, von was lebe ich wirklich vom tiefsten Innersten her? Was ist wirklich diese Nahrung für mich, diese Nahrung der Seele? Das Zweite ist diese Versuchung der Macht und der Kontrolle. Sagt er, vor dem Herrn, dem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Also wieder mit dem Wort der Schrift. Und das sagt mir, ich soll meine Fähigkeiten, meine Gaben, meine Stärken wirklich von Gott empfangen, bewusst werden, dass Gott sie schenkt. Also er schenkt sie mir nicht, um den Schwächeren zu beherrschen, sondern um ihn zu unterstützen, um ihn zu dienen. Der Dienst am Schwächeren ist der Dienst Gottes. Nur dem Herrn sollst du dienen, sagt Jesus, ihm allein. Und das Dritte, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, eben dass Gott nicht vorschreiben, wie er sein soll. Und wirklich die Sünde zu meiden, mich nicht bewusst gefährlichen Situationen aussetzen, wo ich weiß, ich habe einmal mit einem jungen Mann gesprochen, ich sage, der Tom Gruß ist ein hässlicher Mann gegen ihn und er war im Opernberuf, ist er Sänger, hat er gesagt, und er hat früher eine Frau nach der anderen gehabt, dann hat er sich bekehrt und gesagt, ja, die Keuschheit ist ein ganz wesentlicher Punkt für ihn geworden. Und am Anfang hat er gemerkt, okay, ich muss mich wirklich ganz zurückhalten. Es ist zu spät, wenn ich mit der Frau ins Schlafzimmer gehe und dann erst zum Beten anfange. Ich muss schon vorher anfangen zu beten. Ja? Also dieses Bewusstwerden, hoppala, es gibt Situationen, wo ich sehr gefährdet bin. Also da nicht Gott versuchen und sagen, Gott reißt mich, der muss mich da sowieso jetzt herausreißen, sobald er Vater unser betet, oder er vergibt das sowieso. Also dieser Versuchung widerstehen, so wie Jesus. Also ich denke, da sind wir eingeladen, bewusst in der Fastenzeit darauf zu schauen und eben bewusst wieder zurückzuschneiden, unseren Rebstock, damit wir wirklich uns entfalten können, damit wir wirklich süße Früchte des Glaubens, der Liebe, der Beziehung zu Gott, dass das eine Süßigkeit wird. Dass Gott auch eine Freude an uns hat, seine Freude am Weingarten hat und auch zur rechten Zeit seinen Anteil bekommt an den Früchten. Dass er was zum Ernten hat, dass das nicht nur saure Trauben sind. Also bemühen wir uns in der Fastenzeit nicht nur mit irgendwelchen Fastereien, sondern wirklich bemühen wir unseren Lebensstil, unseren Lebenswandel ganz bewusst wieder neu auf diese Beziehung zu Gott hinzuwenden. Uns ganz bewusst in seine Liebesbeziehung hineinbegeben, hineinwachsen, diese Liebe weiter, weiter reifen zu lassen. Und darauf hoffen und bitten und beten, dass uns die Frucht des Glaubens dann aus tiefstem Herzen sagen lässt, Jesus ist der Herr und Gott hat ihn von den Toten auferweckt.
Amen.